Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video hier aus meiner Küche. Ja, heute mache ich euch was Spezielles. Ich habe mir überlegt, ich habe noch ein paar Reste da, die ich verbrauchen muss und dementsprechend zeige ich euch ein bisschen was. Was braucht ihr dazu? Ich habe hier frische Eier aus Freilandhaltung. Wie gesagt, die Bio haben wir früher aus Freilandhaltung, den haben wir noch 5 Stück. Die werden wir gleich mal rauspacken. Na, ich mache jetzt hier die Kamera ein bisschen runter für euch, dass ihr ein bisschen mitsehen könnt. So zacke zack. Bisschen runter aufpassen, dass sie nicht wegrollen. Mach schon mal hinten rechts, rechts die Pfanne angeben. Hier ein bisschen, gebe hier ein bisschen italienisches Öl, Zwiebelöl. Ja, lassen wir es mal schön heiß werden da hinten. Haben dann dazu eine Paprika und einmal Hähnchen geschnetzeltes. So, was brauchen wir als nächstes? Wir nehmen uns mal die beiden Eiersachen. Ich brauche noch was zum Entsorgen. Sekunde, ich nehme jetzt mal hier das Blech. So, dann macht ihr die Eier auf den Rand der Schüssel tragen. Eiweiß, Eigelb. Warte mal, ich muss euch mal ein bisschen größer machen. Das sieht nämlich gar nicht. So. Leicht anknacksen, nicht rausgeben, das Ei geschlossen halten. Eiweiß. Hin und her schieben das Ei. Zack, zack, das Eigelb von dem Eiweiß drin. Ist nicht so einfach. So, dann das gleiche nochmal vorsichtig auf die Kante. Leicht mit dem Daumen einknicken. Die Schale öffnen, umdrehen. Das Eiweiß schon mal ein bisschen rauslaufen lassen. Vorsicht, dann zack, 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 zack. Und das Eigelb in die andere. Das gleiche machen wir noch, wiederholen wir hier noch 5 Mal. Na. Zack, 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 zack. Und drüben rein. Nochmal. Ja, das ist ein bisschen blöd, hier ist nämlich ein offenes. Einfach mal aufpassen. Ja. So, dann muss ich mir erstmal die Hände waschen. So. Nämlich sehr, 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 sehr. Ich ziehe mich mal ein bisschen hier ran an meinen guten Tresen. So, zack. Dann haben wir das Eiweiß und das Eigelb getrennt. So, jetzt packen wir das mal kurz nach hinten. Dann haben wir hier hinten das. Ja, das Öl daneben genommen. Machen wir die Umluftfarbe ein bisschen an. Packen wir unser Hähnchen geschnitzelt auf die Karte. Machen das hier hinten mal rein, verteilen das ein bisschen, schmecken das ein bisschen mit dem Zwiebelöl. Nicht Zwiebelöl, es war Knoblauchöl, Leute, Knoblauchöl, ich hab's total verkackt. Tut mir leid. So, jetzt habe ich noch einen Mixer, den habe ich mal damals von einem Jurt geschenkt bekommen. Vielen Dank, hatte ich nämlich eine Amazon-Wishliste, hat er mir den geschickt. Vielen Dank. So. So, liebe Leute, und jetzt wisst ihr, denke ich mal, was kommt. Jetzt wird das Eiweiß steif geschlagen. So, machen gleich noch weiter. So, zack, 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 Salz,
Paprika. Ne, das Chili. Das Paprika. Machen jetzt hier ein bisschen Paprika dran. An das steif geschlagene. Dann machen wir ein bisschen Salz dran. Bisschen Pfeffer. So, machen die zweite Pfanne warm. Ein bisschen Öl rein. Nicht zu viel. Schwenkerino. Rühren, hitzen. Unser Hähnchen geschnitzelt ist. Das muss man auch gleich ein bisschen. Dann immer. Da ist es, da ist es, da ist es. Aber ich mache hier ein bisschen Curry. Curry hier wird's dran. Auch ein bisschen Salz. Schmeckt wunderbar. Super lecker. Ein bisschen Pfeffer. Und auch ein bisschen Paprika. Zacki zuck. Das war erstmal das. Das Eiweiß schlagen wir gleich noch richtig steif. Das ist jetzt wie gesagt noch nicht fertig. Das Vorbereiten. Eine Paprika. Entfernen den Docht. Docht entfernen. Schneiden die Paprika einmal in halb. Entfernen die Schriemen. Entfernen die Samen. Halbieren die Paprika in kleine Stücke. In Streifen erstmal und dann in kleine Stücke. Muss alles halt ein bisschen schnell gehen, Leute. Müsst ihr euch ein bisschen bewegen. Immer schön das Hähnchen hier schnetzelte, hinten das Gewürzte umrühren und schön braun wird. Auch hier vorne nimmt die Zeit langsam an. Machen jetzt aus den großen großen Paprikastücken hier kleine Paprikastücken. Am besten so klein es geht. Was ich euch empfehlen kann, habt ihr einen Mixer, Leute, dann packt sie in den Mixer. Das ist mega gut, ich habe leider keinen. Ich muss mir mal einen holen, aber wie gesagt, desto kleiner die Stücken, desto einfacher ist das. Dann packt ihr die mit in dem Gelb in das Eigelb, packt die mit in das Eigelb rein. Wenn ihr zum Beispiel die Paprika berührt oder ganz klein häckselt per Mixer, dann ist das mega entspannt zu vermischen nachher. Oh, Streifen heben wir auf, die essen nachher so. Weil ich bin alleine, sonst schaffe ich das alles nicht. So. Geschnetzelte Brät hinter noch. So, und jetzt mixen wir nochmal die Gewürze und schlagen das Eiweiß richtig schön steif. So, und jetzt mischen wir unsere Paprika-Eigelb-Mischung dazu. Das ist ja auch mit Mixer schwer machen, aus dem einfachen Grund, weil die Paprika-Stücke immer noch viel zu groß sind. Aber macht sie am besten so klein, wie ihr sie hinkriegt, Leute, so klein. Ihr könnt auch noch Schinken reinmachen, das ist auch mega lecker. Aber wie gesagt, ich habe keinen Schinken da, ich mache gerade Reste essen. Dann habt ihr eine schöne Masse. Seid ihr bereit?
dann seht ihr jetzt hier meine Pfanne. Die sollte auch schon, ja, die ist davon. Dann gebt ihr diese Masse. Schön hier rein. So, die Schüssel drauf macht man nicht mehr. Ups, da, falscher Knopf. So. Und jetzt kommen wir gleich zum Finish. Rühren wir mal die Umlauf auf. Ich sage euch, das ist mega lecker, ja. Es ist mein persönlicher Geschmack. Ihr müsst natürlich nicht alle das mögen, was ich mag. Aber ich sag's euch, es geht schnell. Ja, fast jeder hat einen Mixer zu Hause. Zur Not könnt ihr es auch mal mit der Hand probieren. Das dauert extrem lange, sage ich euch gleich. Ja, aus Erfahrung. Aber es schmeckt mega lecker, ne? Ich zeig's euch gleich. Wir sind gleich beim Anrichten, Leute. Ich hoffe, ihr bleibt da. Wie gesagt, aufräumen den Arbeitsplatz ist immer sehr wichtig, Leute. Ihr wollt lecker essen, ja, aber ihr möchtet auch eine schöne Küche haben. Also bleibt immer dran. Müssen wir jetzt mal die links runter stellen und bringt das noch an. Nebenbei immer Leute den Abwachs gleich machen, was ihr gleich könnt besorgen. Verschiebe nicht auf morgen, dann habt ihr gleich, wenn ihr fertig seid mit Essen, bis auf das, was noch auf dem Herd steht und was ihr benutzt habt zum Essen, eine schön saubere. Ich habe keinen richtigen Namen für das Essen. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Hähnchen. Ja, ein Hähnchen-Paprika-Omelett. Ne? Aber wenn ihr irgendwelche Namen habt, ne, dann schreibt es in die Kommentare. Es ist kaputt gegangen, es tut mir leid, Leute. Es ist ein bisschen kaputt gegangen, es tut mir leid, Leute. Es ist ein bisschen beim Klappen kaputt gegangen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Nur ein bisschen. Ihr könnt natürlich an diese Sache viele verschiedene Sachen dran machen. Ihr könnt es variieren, wie ihr das möchtet. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Was ich sehr empfehle, auch geschmackstechnisch, um es auch ein optisch gutes Bild zu erhalten, ist, wenn ihr die Sachen in dem Mixer püriert, weil die sich dann mit dem Eiweiß viel besser vermengen lassen als Stücken, logischerweise. Und es sieht auch mega gut aus. Und ihr merkt es im Geschmack, es ist drin, aber ihr seht es nicht. Und das ist mega genial.
Ne, könnt ihr ja mal probieren zu Hause, wenn ihr möchtet. Ne? Wie gesagt, Eiweiß trennen von Eigelb und das Eiweiß mit dem Mixer oder mit dem Handbesen aufschäumen. Ne, und dann könnt ihr gleich nachwürzen und könnt dementsprechend Sachen dazugeben, die ihr gerne esst. Zum Beispiel ja, Petersilie, Schnittlauch, Schinken, Paprika, Pilze, was ihr möchtet. Ne? Und ich mache dann immer noch an den Rand gleich, seht ihr gleich sehen beim Anrichten, die Hähnchen dazu. Schmecken mega lecker. Ne? Ich würde finden für viel Spaß beim Nachmachen. Ich muss mal hier drüben anrichten, das spritzt mir zu sehr. Nicht ins Mund noch. So Leute, ich nehme euch mal hier rüber und dann schaut mal, was wir hier kriegen. Ein schönes Hähnchen-Omelett mit Paprika. Wie gesagt, es war nur eine spontane Inspiration aus dem einfachen Grund, ja, ich hatte das noch da und musste weg. Vielleicht kommt euch auch so eine Idee. Viel Spaß, lasst euren kreativ freien Lauf, egal ob es euch schmeckt oder nicht. Ne, probiert einfach mal aus. Manchmal ist Probieren der beste Weg zum Erfolg. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen YouTube-Kanal, aktiviert die Glocke, folgt mir auf Instagram 29 und auf Provo. Euch einen schönen Tag und alles Gute. Wiedersehen und bleibt gesund.